Guten Morgen erstmal. Herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind, dass ihr alle hier seid. Ich habe mich entschlossen, dass ich euch heute alle duze. Ich hoffe, das macht nichts aus. Das hier ist die allererste DINACON, die Konferenz zur digitalen Nachhaltigkeit. Und was das genau bedeutet, was das für ein Konzept ist und was da für auch konkrete Projekte dahinter sind, das wollen wir euch heute zeigen. Wir haben heute ein sehr dichtes, ein sehr volles Programm vor uns. Deshalb möchte ich auch gar nicht allzu lange hier erklären am Anfang, sondern schon gleich die Bühne übergeben für den Begrüßungsredner. Und zwar, kurz bevor ich das mache, möchte ich aber noch an dieser Stelle noch Danke sagen. Und zwar unsere Veranstalter, das ist PALDIGI, die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die Universität Bern, CA Open, TCBE Bern, das ist der IT-Cluster Bern und opendata.ch. Außerdem haben wir diesen Tag eigentlich unseren Sponsoren zu verdanken. Ein großzügiges Angebot war von Workspace. Wir durften die Veranstaltung hier durchführen. Darüber werdet ihr nachher noch ein wenig was hören. Außerdem Snowflake und die Hasler Stiftung. Dann haben wir noch die weiteren Sponsoren EWB und Puzzle und noch ganz viele Partner und weitere Sponsoren, die uns den Tag hier ermöglichen und mit uns zusammen auch dieses große, volle Programm zusammengestellt haben. So, und jetzt eben, die Begrüßungsrede hält ein Gründungsmitglied von der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, obwohl, den kennt man jetzt wahrscheinlich eher als Stadtpräsident von Bern, Alec von Graffenried. Ich übergebe dir die Bühne. Danke. Ja, herzlichen Dank, Francesca. Meine Damen und Herren, liebe Konferenzteilnehmerinnen und Konferenzteilnehmer, wir duzen uns hier ja alle, also ciao zusammen. Ich begrüße Sie sehr herzlich im besterschlossenen Workspace Welle 7 der Schweiz, zentraler als hier in der Welle 7. Haben Sie es nirgends mit dem Intercity direkt ins Konferenzzentrum. Das ist reale Nachhaltigkeit. Sie sind allerdings heute hierher gekommen, um über die digitale Nachhaltigkeit zu sprechen. Ich war, wie gesagt, vor 8 Jahren dabei, als wir im Bundeshaus die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, heute PALDIGI, gegründet haben. Wir vermuteten damals, dass die fortschreitende Digitalisierung riesige Potenziale eröffnet, gerade für die Schweiz, deren wichtigster Rohstoff bekanntlich die Bildung ist. Unser Erfahrungshorizont war damals aber noch etwas, circa 8 Jahre beschränkter als heute. Wir fokussierten stark auf die Förderung von Open Source Software. Wir erachteten exklusive, abgeschlossene Systeme als nicht nachhaltig im Internetzeitalter gegenüber offenen, zugänglichen und vernetzten Systemen. Die Digitalisierung ist seither vorangeschritten. Unverändert gilt, die Digitalisierung ist ein zentraler Faktor in der aktuellen Transformation unserer Gesellschaft, für die Innovation in der Wirtschaft, für die Qualität und die Effizienz natürlich auch in der öffentlichen Verwaltung. Voraussetzung für all das ist immer eine offene, gebildete Gesellschaft, in der Wissen kultiviert und dokumentiert wird und für alle möglichst breit verfügbar ist. Digitalisierung ist natürlich auch ein Hype. Schauen Sie nur in einen Veranstaltungskalender, Woche für Woche können Sie an Tagungen, Konferenzen, Workshops zum Thema Digitalisierung teilnehmen, manchmal an einem Tag doppelt oder dreifach. Hypes sind schnelllebig und sie sind natürlich auch zweischneidig. Sie pushen ein Thema, sie können eine Euphorie auslösen, einer Sache viel Rückenwind verleihen, aber Hypes sind immer auch Übertreibungen, die neben Weizen auch viel Spreu produzieren. Das Anliegen von PALDIGI war und ist es, sich für einen digital nachhaltigen Umgang mit Wissensgütern einzusetzen. Das Potenzial der Digitalisierung soll und muss ausgeschöpft werden, dies aber nachhaltig. Das beginnt bei der Hardware. Wissen wir überhaupt, wie unsere Laptops und Smartphones produziert werden? Was passiert mit den Geräten, die wir oft nach kurzer Zeit wieder wegschmeißen? Das betrifft zweitens natürlich die Software. Welche Lösungen führen zu welchen Konsequenzen, in welche Abhängigkeiten begeben wir uns, wenn wir eine bestimmte Software
verwenden? Welche Entwicklungen können wir noch beeinflussen oder vielmehr, was verstehen wir überhaupt noch, wenn wir digital unterwegs sind? Und das betrifft die Daten. Wie verändert sich unser gesellschaftliches Umfeld, unser menschliches Zusammenleben, unsere Privatsphären durch die Möglichkeiten der Datenspeicherung und Vernetzung, über die Unmengen an höchstpersönlichen Daten, die wir oft freiwillig in welche Clouds pumpen, ist hinlänglich diskutiert worden. Nachhaltig ist das sicher nicht, schon nur deshalb, weil wir überhaupt nicht wissen, was nachher damit passiert. Die Digitalisierung scheffelt unglaubliche Informationsmengen und sie macht diese Informationen sehr oft auch sehr einfach zugänglich. Aber wer lehrt uns, mit diesen Daten auch umzugehen? Wie stellen wir sicher, dass diese Daten nicht missbraucht werden? Das ist eine rhetorische Frage. Wir haben noch kaum eine Ahnung, wie wir das, was wir heute digital produzieren, erhalten und überliefern können. Seit digital gearbeitet wird, haben wir die Datenträger schon x-mal geändert. Wir produzieren nicht nur riesige Informationsmengen, wir verlieren auch gigantisch viel. Früher haben wir Briefe geschrieben. Geschäftsbriefe, Rundbriefe, Antragsbriefe, Liebesbriefe. Vor 20 Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe, haben wir uns Liebesbriefe geschrieben. Seither verkehren wir schriftlich per SMS, WhatsApp und E-Mail, wenn wir nicht zu Hause sind. Die Einführung der E-Mails hat in den letzten 20 Jahren eine riesige, gigantische, historische Gedächtnislücke aufgerissen. Erst langsam können wir diese schließen durch elektronische Geschäftsverwaltungen. Ganz zu schweigen von Langzeitarchivierung. Da stehen wir nach wie vor mehr oder weniger am Anfang. Von Magnetbändern über Floppy-Disks, über Disketten zu CD-Sticks und Festplatten habe ich alles erlebt. Aber wie ich heute zu den Daten auf einer 20-jährigen Floppy-Disk komme, das weiß ich nicht. Aber auch das würde zum nachhaltigen Umgang mit der Digitalisierung gehören. Die Liebesbriefe meiner Frau vor 20 Jahren, die habe ich alle gesammelt und die kann ich heute mit viel Vergnügen übrigens nachlesen. Meine Damen und Herren, Sie haben heute ein außerordentlich breites und spannendes Programm vor sich. Dieses Programm fühlt sich ein bisschen an wie die Digitalisierung selber. Viel und vielfältig, schnell und kurzatmig, manchmal eingängig und verführerisch und manchmal vielleicht, jedenfalls für mich, auch nicht auf Anhieb verständlich. Ich bin den Veranstaltern der DINACON sehr dankbar, dass Sie diese Konferenz initiiert haben. Ich wünsche der DINACON viel Erfolg und Ihnen, euch allen, einen spannenden, interessanten Tag hier in Bern in der Welle 7. Merci vielmals.